Geht's wieder? So. Ja, wir müssten wieder live sein. Mal gucken. Also sollte eigentlich wieder funktionieren. 12 zu 10. Es geht für SK Gaming. Oh, ne, keine wichtige Runde. Also ihr habt nichts verpasst, Jungs und Mädels. Ja, da hat sich leider bei uns das Internet im Studio kurz verabschiedet. Also sorry nochmal, konnte nichts dafür machen. Aber es war nichts Wichtiges. War nur eine komplette Ecke von SK Gaming, die auch verloren wurde. Ja. Somit 12 zu 11. Team Liquid, komm doch mal ran. Und jetzt wird das ganze Spiel nochmal deutlich spannender. Wir sehen Snaff an der AWP. SK Gaming nur mit 5 AKs, nicht mal Full Nades. Und was ist hier der Plan? Ja, der Plan: erstmal Richtung Mitte aufbauen, ein B abstellen. So, und Nitro und Co., die müssen jetzt gegenhalten. Die müssen versuchen, gegenzuhalten und SK Gaming in die Mangel nehmen. So, die haben nicht so viel Equipment bei SK Gaming, das heißt, die müssen mit einem, ja, doch soliden Buy reingehen, aber die müssen halt aufpassen. Wenn der ein oder andere dann dem Nate zu viel rausschmeißt, könnte es theoretisch am Ende nicht für einen Execute reichen. Auch eine schöne Smoke eben, die geworfen wurde von Taco, denn er sieht den Molotow tief fliegen und wollte einfach nur sicher gehen, dass die CTs nicht belang einnehmen können, weil nach Regel, sobald der Molotow dahin fliegt tief, kommt noch eine Smoke rechts hinten tief. Man kann ganz mit einer Flash komplett einnehmen. Deshalb die Reaktion von Taco: einfach selber absmoken und den CDs nicht die Chance lassen, die komplette Kontrolle über Belang zu gewinnen. Oh, die Smoke spielt hier aus. Und die M sogar ab. Steel wird rausgenommen. Das sind die 4 gegen 30. Oh, noch 12 HP. Da sucht man das Duell gegen Kunzero und der macht den 2K. Und dann ist es fair, der eigentlich den Backstep vorhatte, aber am Ende da oben lang genug wartet und die Früchte ernten kann. Und holt sie sogar noch den zweiten, der es safen wollte. Also fair da mit dem eleganten Positioning oben Richtung Pop. Drop, Pop, Drop. Beides machbar, beides nennbar. Das ist schon okay. Und das ist die Runde für SK Gaming. Das ist eine sehr wichtige Runde, weil Liquid mit der nächsten Runde Bruch gesetzt werden kann. Die haben kein Geld mehr auf der Bank. Die haben alles jetzt ausgegeben. SK Gaming ist am Drücker. Wenn sie die Keyround gewinnen, dann wird es halt sehr, sehr bitter für Liquid. Oh, schöne Position von Nitro. Mal offensiv spielen. Und er wartet noch drauf. Irgendwer will ihm reinlaufen. Und er macht den. Macht ihn nicht, was? Der war noch drauf. Frechheit. Ja, SK Gaming. Erstmal weiterhin langsam spielen. Ja, keinen Fehler machen. Sie wissen ganz genau, die Runde ist ja einfach spielentscheidend. Auch gut reagiert. Jetzt von Team Liquid. Die doppeln nochmal lang. Sie lassen die Mitte offen. Und da könnt ihn SK reinlaufen. Aber SK, die gehen nochmal zu 5B. Also wieder das gleiche Spiel. Kurz Mitte Präsenz gezeigt. Und jetzt der B-Go. Wir sehen, sie sammeln sich alle 5 vor B. Und diesmal auch genug Zeit. Eine Minute auf der Uhr. Man muss hier nicht immer hetzen. Man kann nochmal ruhig die M-Duelle eingehen. Ja. Und der Go kommt. Ah, Riesenproblem. Die Rotation ist halt mega weit entfernt. Die stehen kompakt Richtung Pistengang. Oh, die Fläche ist. Ich hol den ersten, das reicht aber nicht ganz. Neff geht nochmal nach und sie kommen über den Drop raus. Kann Twist das halten? Nein, das reicht nicht. 3 gegen 2 Situation. Und das ist genau den Vorteil, den sie jetzt haben, dass die Rotation zu lange braucht. Aber Steel gewinnt das Duell gegen Cold Zero. Damit ist die Runde mal auf. Fallen an der AWP steht hinten auf der Titanic Bolts Richtung Side. Und zwar in der Ecke, wo er auf jeden Fall mit gutem Timing den ersten findet. Den zweiten, den sollte er jetzt auch mitbekommen haben durch die Flashbang. Oh, Nitro. Oh, Nitro kann ich abdrücken. Also Bowles geht das Duell ein, gewinnt es 14 zu 11. Und Team Liquid steht ohne einen Cent da, um großartig Rifles kaufen zu können. Ja, was willst du jetzt machen? Ja, du musst auf Overtime gehen. Also jetzt zu forcen macht, finde ich jetzt, sollte man nicht machen. Nee. Man lieber Overtime gehen. Das Ding ist halt, sind eh nur noch 5 Runden, die gespielt werden müssen. Wenn das einfach steht, sagen wir 15-11, dann wird es noch 4 Runden. Und dann einfach die Equip-Round holen und dann sind es auch nur noch 3, die man gewinnen muss. Also man muss jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus hier forcen. Denn SK Gaming hat erstmal, glaube ich, ein halbwegs vernünftiges Geldpolster, oder? Mhm. Die andere Sache ist, sie haben es ja schon auf Mirage gemacht. Warum sollten sie jetzt reinforcen? Und jetzt ist das Match noch um einiges knapper als davor. Ja, und mal gucken, ob SK Gaming sich da nicht vernaschen lässt. Das ist die Frage. Und sie machen eine Full Echo. Sie haben eine Flash dabei.
Das heißt, irgendwo zusammen Schaden machen, wird das Ziel sein. Und man entscheidet sich für den A-Spot, und zwar Richtung Kistengang. Ja, zwei Wenn man mit da eine Waffe rausbekommt, wäre das schon super, weil die könnte man safen. Das wäre ein Riesenvorteil. So, jetzt geht's raus. Bisschen einzeln, versucht das irgendwie anzuspielen, aber Bowles steht da einfach breit, macht sein 4K, voll noch ein Backup dabei. Easy peasy Runde für die beiden, die sich da Richtung Mitte aufgebaut haben. Das war auch von Team Liquid nicht konsequent genug, meiner Meinung nach, einfach Richtung Mitte rausgespielt. Alle viel zu einzeln. Was war, muss ich auch sagen, von Bowles, der ist wirklich eins geworden mit dem Stein. Wirklich perfekt den Stein genutzt, um kurz rechts zu pieken, dann die Deckung. Es war weggedeckt von rechts vom Stein aus. Also wirklich, Bowles, der hat jetzt nochmal seinen Partner fürs Leben gefunden auf Kobbel in der Mitte oben. Der Ricardo. 15 zu 11, es ist der Matchpoint. SK Gaming steht kurz davor, hier mit einem soliden 2 zu 0 ins Halbfinale einzuziehen. Am Ende wäre es verdient. Team Liquid hat gut mitgespielt, aber es ist noch nichts vorbei. Team Liquid auf der Suche nach der Antwort für die Overtime. Kann Liquid hier gegenhalten? SK Gaming, die bauen erstmal wieder, wie immer, erstmal Abräsenz zeigen. Raum einnehmen, Nev kann hier ansagen, Mitte unten muss was stehen. Und sie gamblen sogar. Liquid mit dem Riesengamble bei 15 zu 11. Spielen sie von Anfang an fast zu viert. Ah, man hat einen Connector, steht einer lang. Klar, er hat da lang Kontrolle, aber wenn da eine Popflash kommt, ist die Runde vorbei für sie. Mhm. Aber der Reed geht, glaube ich, auf. SK Gaming, sie gehen leise mit dir hoch. Da steht Bowles und Nitro aims ab. Oh, aber natürlich Hand und er veraimt. Nein, der muss den Frag eigentlich machen. Der war so wichtig gewesen. Jetzt Bowles wird er noch mehr rechnen im Seitengang. Da stehen zwei Spieler und er aimt auch ab. Oh, er wird aber hier rausgenommen. 3 gegen 3 Situation. Hat man jetzt beide Spieler auf dem Schirm? Das ist die Frage. Den einen hat man gesehen. Per kann nur den Anschuss geben. Oh, und der Spieler Richtung Holz kommt vor. Die Nate! Nein, sie fliegt zu weit! Aber sie haben ja noch eine Richtung lang. Das könnte jetzt ein Riesenproblem werden. Aber Leash ist schnell genug da. Nev sitzt noch Richtung Side. Cool Zero kommt über lang und die Bombe geht nochmal Richtung B zurück. Das heißt, jeder jetzt alleine auf sich gestellt. Jeder darf sein eigenes Bier brauen. Und Taco, der geht nach vorne. Wie gut ist das Timing von Cold Zero? Wie gut kann er seinen Mate auf A auch unterstützen? Das ist auch so eine Sache. Wie? Oh, dann ist auch die Leash das Timing des Todes. Er zieht gerade rüber. Der Laufweg perfekt. 9 Sekunden. Taco muss halt die kurze Route nehmen. Das geht halt über den Drop, weil es halt zu wenig Zeit ist. Und der SK Gaming verliert die Runde hier. Wichtige, wichtige Runde für die Jungs von Liquid. Aber wenn da der Plan war, dass die Bombe auf B legt, dann muss eigentlich Cold viel mehr Präsenz zeigen. Cold einfach viel zu defensiv. Ich meine, wenn er macht jetzt Cold nochmal durch die Smoke Push, auch wenn er stirbt, kann er nochmal die Chance geben, Bombe zu legen und eventuell das 1-1-3 gut auszuspielen. Aber so, Cold Zero wirklich, finde ich, lässt sich zu viel Zeit, ein bisschen zu egoistisch gespielt. Denn klar, wird da einer auf jeden Fall nochmal Richtung B schieben und dann einen Blick drauf werfen. Und vor allem eben Richtung Drop auch stehen. Ja, aber SK Gaming hat nochmal Geld. Wir sehen es ja, AWP bei Fallen, Rest A, Carsten jetzt sind auch am Start und es geht schnell Richtung A lang vor. Da kommt man schon mal Steel wegdrängen. Nitro kommt nochmal hinterher als Backup. Und jetzt eventueller Double Take an lang mit einer Flash. So. Oh, da ist noch ein zweiter dabei. Das ist gut Schaden von Steel. Oh, Cold. Cold Zero ist da. Und Cold Zero versucht weiterhin hier langsam, aber sicher den Raum einzunehmen. Auch wenn es laggend ist. Jetzt muss der Cleanfeed ein paar Sekunden aufholen. Twist hält die Rampe auf. Ja, und das war's. Man kriegt die Runde sehr gut unter Kontrolle. Stark. Stark gehalten. Ja, Colt will noch saven gehen. Hatte noch komplette alle Nades, die AWP. Und mit den paar HP, die er noch hat, 6 Stück. Wäre es auf jeden Fall schlau zu saven. Liquid, ich weiß nicht, haben die genug Geld? Die haben sie auch nicht. Jetzt schon fast gesagt, Liquid kann eigentlich jagen gehen, aber in dem Fall lieber nicht. Nee, lieber das Geld saven. Das sollten sie in dem Fall nicht tun. Also ein bisschen Geld auf die Seite legen wäre super. Ja, und das Ding ist auch, also finde ich, als CT kannst du, wenn die AWP überlebt als T, kannst du die viel besser kontern, als wenn die CT AWP überlebt. Richtig krasse Einstellung. Es ist nur einer für die Production eingeteilt, der genau solche Einstellungen rausholt. Ich habe da so ein Bild gesehen. Ja, ich auch von einem Typen, der zusammen, wer ist das daneben? Ich weiß nicht. Ja, genau der. Auf jeden Fall
Klar, man hätte jetzt auch reingehen können, aber Liquid möchte natürlich, dadurch, dass sie zwei Spieler verloren haben, das Geld jetzt so aufteilen, dass jeder ein volles Granatenset hat. Mhm. Das heißt, Twist konnte noch eine Waffe legen. Der hat jetzt alles runtergekauft, dafür kann sein Mate natürlich auch eine Waffe nach, ja. Ein Equipment nachkaufen und Kevlar. Und somit haben sie volles Equipment. Deshalb geht man da auch nicht mehr auf die Jagd. Man muss es nicht riskieren. Ja. Dann lieber auf Nummer sicher spielen. Und es geht um so viel. Es geht um den Einzug ins Halbfinale. Man muss hier Map Nummer 2 gewinnen. Ansonsten geht es hier für Liquid nach Hause. Ist Liquid eigentlich auf der IM Katowice? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja. Bin auch nicht ganz sicher. Der Gaming nochmal gefordert. Wir sehen den AWP bei Cold Zero, der gesaved hat. Der Rest Arcas, UMPs und nur eine Eagle bei Taco. Und man will hier nochmal B explodieren. Es ist eine Smoke, die Richtung Stein kommt. Man will eigentlich wahrscheinlich diesen Bego machen. Ja, ist der Bego. Der klassische Bego, der eigentlich auch gerne im Rush gespielt wird. Zwei Smokes Richtung Stein. Die jetzt fliegen, ist die Smoke Wall Richtung, Richtung Stein. Wir sehen sie jetzt nochmal fliegen. Genau, man kann jetzt theoretisch über Drop oder über Highway den B-Spot von zwei Seiten nochmal umlaufen. So, die Smokes kommen rein. Wird es aber nur ein Fake sein oder wird sogar der Festigo werden? Oh, Heli, schon die Smoke, holt der Taco weg. Gut aufgepasst. Und der erste wird gefragt auf Seiten von Team Liquid. Jetzt vor SK Gaming mit Tempo Richtung B. Aber sie warten immer noch ab. Was ist denn hier der Plan? Sie haben nur noch eine Smoke. Wollen sie doch nur die Nades rausbaiten? Jetzt kommt der Molotov auf. Die Doppel-Molotov ist. Und er holt einen Frag! Nein, das gibt's doch nicht. Nev sitzt in der Off-Position. Versucht den Spraydown irgendwie zu setzen. Gute Flashbang vom Mate hinterher. Fallen macht die Eröffnung. 3 gegen 2 Situation. Twist nur noch 19 HP. Und der sitzt am Stein und macht den Frag. Und er hält dadurch natürlich sein Team auch ganz gut am Leben. Und er gewinnt zusammen mit Nitro zusammen das letzte entscheidende Duell. 15 zu 14. Es riecht. Und es smelt sozusagen. Ja. Like King Spirit. Richtig nach der Overtime. So, jetzt kommt eine Matchpause. Ja. Ich rieche es. Es riecht wie ein frisch aufgebackenes Croissant. Wie Bacon. Frisch aus der Pfanne. Oder ein gutes Spiegelei. Ich hab voll Hunger. Oder wie ein gutes Spiegelei. Riecht es hier nach Overtime. Wir haben auch so Leute hier zu teasen, auch die noch gefrühstückt haben, auch im Stream. Mann. Triggered. So, ich wollte ja nachgucken, ob Jungs von. So, wo haben wir es denn? IM Katowice. So, gucken wir mal. Wen haben wir denn dabei? Winner Bracket Finale, Viertelfinale. Das ist sogar Liquid war da, oder? Tatsache, Liquid ist dabei und spielt als erstes gegen Gambit. Ja. Das heißt, sie dürfen noch nicht nach Amerika. Die dürfen erstmal in Osteuropa bleiben. So, SK Gaming, letzte Chance. Wenn sie hier die Runde gewinnen, sind sie weiter, sind im Halbfinale. Und für Team Liquid, es geht um alles. Sie wollen weiter im Spiel bleiben. Ey, die dritte Map. Das ist jetzt so ein Klassiker. Das ist so ein Klassiker. Liquid bekommt ihn aber unter Kontrolle. Wie gut! Und SK Gaming hat ein Riesenproblem. Da kriegt sogar Fair direkt ins Gesicht geschossen im Drop. Und Liquid spielt die Runde ja 1A runter. Sie schaffen es in die Overtime. Und das ist wichtig. Das ist so wichtig für Liquid. Ansonsten wäre das hier das Aus gewesen. Und ich hätte schon fast gesagt, das war so ein Klassiker, wo man. Ja, ich wollte schon callen, eigentlich, ja. Dass man irgendwie noch SK irgendwie nette Deagle-Shots raus hat und irgendwie die Runde nochmal holt. No. Obwohl Liquid eigentlich so ein schönes Comeback hingelegt hat. Mhm. Aber Liquid, die bleiben on point. Auch gut die Flash gedodged und eben sich da nicht überraschen lassen von. Der 9 CSGO-Meter mit einer Pop-Flash einfach mal zu explodieren. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Ey, das alte? Nee. Nee, ich gucke gerade mir die Teams an von der Katowice. Das sind fast genau die gleichen Teams, die bei der Starladder dabei sind. Zwei, drei andere Teams. Mouseboards ausgetauscht gegen Avanga. Das passt ja auch ganz gut, weil sie auch gegen sie irgendwie da verloren haben im Qualifier oder in die Richtung. Und ansonsten ist statt MVP ist Order dabei. Aber ansonsten genau die gleichen Teams. Das ist unglaublich. Ja. Ist ja wie Rematch. Also, beim besten Willen, mich würde da mal eure Meinung interessieren. Auch im Chat. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr, das ist zu übersättigt, dass die Starladder da nochmal so ein Turnier einfach reingeschmissen hat? Genau mit den gleichen Teams.
Für mich ist das Übersättigung irgendwie. Für mich, du hast zweimal eigentlich fast das gleiche Turnier. Ja? Und ich weiß nicht, das ist schon wieder so, klar, man will alles besser machen, ne? Und hat gesagt, man will sich bessern, aber man geht jedes Jahr genau in das gleiche Problem rein. Und ich weiß nicht, mal gucken. Mich interessiert eure Meinung, gerne mal per Twitter reinhauen, was ihr darüber denkt, ob das zu übersättigt ist, ob das euch egal ist, würde mich auch interessieren. Erstmal, der Boost ist nicht egal von Stil. Oh, der geht direkt weg. Vielleicht ein Ticken zu früh, sie nicht. Aber ja. Nightroster. Ja, sie hatten komplett auf A spekuliert. Wir haben es eben gesehen, drei Spieler A und Flash, perfekt getimed. Flash über 3 Kilo oder einen zweiten, also wunderbar gespielt von Liquid. Taktisch wieder einen perfekten Read gehabt, wir haben es gesehen. Es waren von Anfang an wieder drei Spieler auf dem A, nur zwei am B. Und SK Gaming, sie laufen in den Stack hinein, Stil kann ersten holen. Klar kann er warten, aber er weiß noch, dass da zwei Spieler auf ihm, also von ihm auf dem Spot sind. Deshalb kann er auch ruhig nur einen Frag holen. Das passt hier wunderbar. Ja, aktuell die Stats. Taco mit nur 9 Kills. Also Taco ungewöhnlich schwach. 9 zu 20 Stats sind man von ihm nicht gewohnt. Der Rest von SK Gaming eigentlich halbwegs on point. Auch Bolt 27 Kills am Start schon. Da fehlt einfach aktuell noch so die Prise vom Taco. So, 15-16 Liquid. Kommt ganz gut wieder in die Partie rein. Und SK Gaming geht auf Contact Richtung lang. So, muss jetzt aufpassen, die Smoke fadet. Und ich schaue Richtung Bau. Boah, was ein Spray. Was? Taco. Twist macht damit den Refrag. Damit wieder die 4 gegen 4 Situation. Nochmal eine Flash hin dran. Fallen sucht die nächste Eröffnung. Sie sind komplett auf Rifles gegangen. Keine AWP dabei bei Fallen und man will es jetzt echt mit den Rifles hier auch beenden und versuchen. Aber ne, hält gut gegen. Jetzt springen sie zu 2 draus. 3 gegen 3 Situation. Machen das 2 gegen 3 draus und das 3 gegen 1. So schnell fallen sie zusammen. Bolts und Fallen reißen das Ganze über die Titanic auf und sind damit auch Richtung Spot gekommen. Stil viel zu weit weg, um da irgendwelchen Impact zu schaffen. Aber er kann auf jeden Fall versuchen. Er könnte theoretisch auch safen für die letzte, ne? Ja, jetzt kann er so nicht safen. Nee, macht er nicht. Vor allem zieht er einfach konsequent rum. Ja, der Ausgleich in Overtime. 1 zu 1 somit. Und jetzt nochmal die Möglichkeit für SK Gaming mit einer minimalen Führung die erste Overtime, oder die erste Hälfte der ersten Overtime zu beenden. Mhm. Hat auch noch Liquid überhaupt genug Geld? Müsste eigentlich, ja, haben wir erste Runde gewonnen, also müssen auch genug Geld haben. Vielleicht nicht für den Doppel-AWP. Aber eine AWP ist am Start bei Nitro. Mhm. So, ansonsten sehen wir es, das Geld reicht eigentlich aus. Man hat hier gut M4s, gut Equipment. Und diesmal wieder zu Beginn, zu dritt B. 2 am A, also ganz klassischer Aufbau. Und jetzt wieder der Read. Wieder der Move Richtung A. Wenn wir auf die Minimap links oben gucken, sehen wir es eben. Einer close am Tor. Connector-Stück oder unterm Boost mehr oder weniger. Unterm Fenster hier. Kann also schnell Richtung A verschieben. Das wäre eine wichtige Runde. Oh, schöner. Ah, nee, nicht ganz. Ja, aber das wäre es gewesen. Also, Taco versucht nochmal ein Stück vorzugehen. Dürfte natürlich auch nicht zu weit vorgehen. Du weißt halt nicht, okay. Oh je. Das, okay, vergiss es. Du darfst natürlich auch nicht zu weit vorgehen, weil dann guckt eine Waffe raus und dann hast du den Salat, ne? Ja. Die graue Zone ist da für den, der in der Smoke steht, immer ein wenig schlecht. Aber jetzt kann man es ja nochmal auf ein neues versuchen. Netter Boost eigentlich. Molotov in die Ecke. Oh, das ist so gut. Das ist richtig stark gemacht. Das ist richtig gut. Da weiß, der eine steht bereit, schmeißt einen Molotov rein und Kulsura kann einfach abräumen. Jetzt geht Taco weiter nach vorne. So, SK Gaming, die brauchen halt immer diesen Druck, damit sie endlich performen können. Ja, und das sieht man auch hier. Der Druck ist da und SK Gaming performt. 2 gegen 4 Situation. Sie rennt an, Bolt steckt sogar noch nach hinten ab. Ja, und es sind 35 Sekunden auf der Uhr, die Bombe ist gelegt und damit ist es nur Nitro. Ist die letzte Runde, also safen wird er dann nicht mehr. Ja, den Track bekommt auch vorhin geschenkt. Ja, ja 2 zu 1, also SK Gaming geht erstmal in Führung in der Overtime
Und jetzt mal schauen. Es kann alles passieren. Also wirklich beide Teams mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo man schon alles gespielt hat. Da vielleicht so meine Kritik an Elise, die Position nochmal zu spielen. In so einer Runde, in der man weiß, dass die Ts einfach alles an Equipment haben und er wieder weggemollied wird. Da kann er die Position, finde ich, nur spielen, wenn er auch eine Smoke hat, um dann Molly zu löschen. Aber wie wir schon gesagt haben, wirklich SK, also richtig gut ausgespielt. Der Molotov zu Elise, plus dann eben der Tower noch, damit man ihn nochmal wegflicken kann, falls er durchjumpt. Also nice gemacht. Also mit SK Gaming jetzt hier am längeren Hebel und vielleicht die Möglichkeit, mit einem 2:0 schon ins Halbfinale einzuziehen als erstes Team. Im Anschluss wartet schon FaZe gegen Renegades. Ja, die FaZe-Jungs gegen Renegades könnte interessant werden, aber heute Mittag haben wir noch ein ganz spezielles Match für euch. Und das ist G2 gegen Mousebots. Da freue ich mich persönlich drauf. Das wird super. Und ich bin gespannt. 17:16. Da freuen sich natürlich alle drauf. Und die letzte Partie darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Das ist Navi gegen Astralis. Auch eine super Partie. So, jetzt hat endlich mal SK Gaming auf der CT-Seite das Equipment, das sie auch benötigen, um abzublocken. Und das ist halt ein riesen Vorteil. Das hat auf der CT-Seite bei SK Gaming so ein bisschen gefehlt. Sie können sogar auf eine Doppel-AWP gehen und endlich mal das spielen, auf was sie Bock haben auf der CT-Seite. Weil, wie erwähnt, Team Liquid hat immer gut gegengehalten und deshalb hat man dann nie so richtig das Potenzial abgreifen können. Und das muss man Team Liquid halt auch gut nehmen, dass sie halt SK Gaming unter Kontrolle halten können und dann ballen sie einfach durch. Ich weiß nicht, ob irgendjemand was gesehen hat. Keine Ahnung. Oh, jetzt fallen. Oh, der verschießt. Oh, oh. So, und unten steht man schon bereit. Easy Fact für Triss. Da läuft er direkt in die Falle rein, in die Arme des Spielers. Und Taco, der muss das Ganze jetzt vom Holz aus spielen. So, kann er die Spieler umlaufen. Er geht rein, holt den ersten, holt den zweiten. Nein, nicht nein. Steel. Ist aber da und Steel fällt direkt. Also der Refrag kommt und sie sind auf dem Spot mit Nitro. Aber die 2 gegen 1 Situation. Nitro hat noch eine Nate und eine AWP. Cool Zero aber auch die AWP. Und sie ziehen zu zweit am APC rum. Was? Cool Zero geht in die Deckung. Und er rennt einfach vor. Nitro nur noch 21 HP. Das ist eine wichtige Frage SK Gaming. Und das ist der Refrag. Sie schaffen es, das Ding runterzuspielen. Starke Rotation wieder von SK Gaming. Direkt aus dem Connector. On point, mein Lieber. Sind sie da gewesen und haben den Spot einfach nur auseinandergenommen. Da kann ich sagen, Hut ab. Wir werden alle, ich wäre stolz auf Sie als Coach. Ja, manche Runden gewinnt man, manche verliert man. In diesem Fall SK Gaming jetzt mit 2 Matchpoints, um ins Halbfinale einzuziehen. Auch wirklich gut nochmal rotiert, wie es gesagt hast. Du darfst nie wieder SK Gaming casten. Das ist vorbei. Noch zu viele Wörter. Zu viele gute Wörter, die man benutzen kann. Ja, es ist eine wichtige Runde. Taktische Pause bei Liquid. Das Problem ist, sie stehen halt jetzt auf der mit dem Rücken gegen die Wand. SK Gaming braucht eine Runde, um das Ding hier zu beenden. Matchpoint. 2-mal für SK Gaming. In den meisten Fällen kann SK Gaming sowas auch zumachen. Aber wir haben schon gesehen, das konnten sie auch nicht in der regulären Spielzeit. Es war die T-Seite. Ja. Das ist vielleicht noch das andere. Die andere Kehrseite der Medaille. Aber lassen wir uns überraschen. Doppel-AWP weiterhin bei SK Gaming. So, jetzt hypt euch nochmal. Was sehen wir hier von SK Gaming und was von Liquid? Es geht auf jeden Fall erstmal für Team Liquid sehr verteilt auf Informationssuche und natürlich auch auf den Opener. Und da wartet man ab, dass irgendeiner mit der AWP Richtung lang piekt. Man steht unten bereit Richtung Dragonlore, sucht sich einen Winkel, dass man vielleicht auch versucht, bei SK Gaming jetzt ein bisschen offensiver Richtung A zu gehen oder Richtung lang, weil die AWP, einer aimt Richtung lang. Und das ist so ein typisches Setup. Man hat Angst, dass halt fair irgendwie durchpusht oder fallen. Sie stehen halt sehr offensiv, aber sie übertreiben es halt nicht. Und das Gute ist, mit der Position von Fallen, die er halten kann, haben sie nur einen noch am A abstellen, der beim Tor steht. Das heißt, sie können sehr schnell Richtung B rotieren und auch A ist im Endeffekt gedeckt, solange der Fallen den Winkel hält. Denn Fallen braucht nur die Info, dass die Mitte nicht durchpushen. Und wir sehen es eben. Wobei er zu A nochmal nachsteht. Also Fallen vielleicht mit dem schlechten Read
ist hier ein bisschen unsicher, was da hoch ist. Jetzt, oh, Steeler Drop, holt ihr Bolt weg. Jetzt geht's schnell von Drop raus. Taco hier gefangen am Spot. Wie viel Damage kann nochmal? Taco veraimt und Twist und Elish. Link hier nach, noch Cold Zero reicht hier nicht. Letzter Mann voll mit AWP und Team Liquid. Sie bleiben im Rennen. Und es sieht so aus, als hätte SK Gaming nur noch eine einzige Chance, das Spiel jetzt zu beenden. Oder wir gehen schon mal gleich in die zweite Overtime. Ja. Gleich am frühen Morgen schon so viel Action. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Stress am frühen Morgen. Und ich möchte mich gerne nochmal korrigieren, es sind nicht alle Teams gleich bei der IM Katowice. Ich habe vergessen, dass NIP noch einen Invite bekommen hat. Es tut mir echt leid, dass ich das übersehen habe. Schande über mich. Schande über mich. Da hast du dich verplappert. Ich bin mal raus, ne? Der Sini kann hier dann alleine weitermachen. Nein, Spaß beiseite. Der Sini, der ist halt noch jung. Der freut sich halt über solche Witze. Ja, das sind High-Quality-Witze hier, die ausgepackt werden. Nur guter Quality-Content für unsere Zuschauer. Mhm. Für euch, meine Lieben. So, vielleicht die letzte Runde für Team Liquid in dem Turnier. SK Gaming, die Runde brauchen sie. Nochmal die Doppel-AWP bei Fallen und Cold Zero. Fair, aber nur die Swag 7. Mehr Geld war da nicht drin und Team Liquid. Es geht schnell Richtung. Man schickt erstmal Nitro alleine vor. Der soll das Opening finden. Jetzt kommt eine Explosion. Taco am Spot wieder gefangen. Cold Zero mit der AWP. Kann er glänzen? Oh, kann die Smoke. Er kann den Molotov löschen, aber Nitro mit dem Frag auf Nerf fällt mit Cold Zero. Somit nur noch drei Spieler bei SK Gang und alle sind hier weg. Alle hier abgesmoked. Oh, das sieht nach einer zweiten Overtime aus. Oh, was ein krasser Tempowechsel von SK Gaming. Von Team Liquid. Und sie können die Bombe legen. Nochmal eine Nate hinterher. Da wird gegengeboostet. Also sie schicken Fallen überlang. Und da steht einer bereit. Und das ist Neff mit der AK. Also finde ich auch sehr interessant. Das ist es nämlich gerade. Dieses variable Setup bei Team Liquid, dass sie ja keine klassische Orb mehr haben. Dass sie halt dadurch auch einfach mal sagen, okay, wir spielen mit zwei... Oh, starker Frag-Follower von Neff. Sie spielen einfach damit Rifles durch. Scheiß auf die AWP. Mhm. Die brauchen wir in so einer Runde nicht. Da wird einfach nur rasiert. Und am Ende erfolgreich. Also... Ich bin ein absoluter Fan davon, mit so einem Hybriden zu spielen, dass du halt genau in solchen Aktionen halt die AWP auch aushebeln kannst. Und es geht in die nächste Overtime. Overtime Nummer 2, wieder 10.000 aufs Konto, MR3, das heißt drei Runden pro Seite werden gespielt. Ich bin gespannt, ob Liquid nochmal zurückkommt. Ja, irgendwie schafft es hier nicht, SK Gaming das Spiel zu closen. Und ich glaube, so langsam gehen ihnen die Nerven durch. Auch da muss eigentlich Cold viel mehr Schaden machen mit der AWP. Und jetzt der Boost. Fallen wird mit der AWP geboostet. Sowas sieht man auch nur bei SK Gaming. Fair kann er gut Schaden machen. Und so ist ein bisschen Schaden gegen Nitro, der die Mitte eingenommen hat. Und Team Liquid, sie geben weiter Vollgas. Es geht schnell die Mitte hoch mit der Bombe. Da steht mittlerweile schon Bolts, aber Fair allein am Seitengang. Oh, wichtiger Frag von Nitro. Fair mit dem Trade Kill, somit vorn vor und Team Liquid nur kurz angetäuscht mit dem Push. Sie gehen nochmal zurück und gehen über lang zusammen. Also auch, finde ich, ein guter Move, denn SK Gaming, sie könnten jetzt damit rechnen, dass es nur ein Fake sein sollte. Jetzt geht ihr Lee schon mal nicht befaken, macht eine Flash und wir sehen die Rotation. Jetzt zieht mit der einen Flash, zieht er den zweiten Spieler, der auf A, auf dem Spot war, Richtung Connector, Richtung B-Spot und nur noch da steht jetzt ein Spieler. Und jetzt die Chance. Team Liquid, wirklich super gut gespielt. Schnell, Mitteltempo, zurückgezogen, eine Flash Richtung B und jetzt der Alan Contact Go. Und wie gesagt, Fair allein auf dem Spot. Mittlerweile kommt sein Mate langsam geschoben, aber es ist schon fast zu spät. Fair macht ein bisschen Schaden, Molotov fliegt rein. Fair holt Nummer 1, Fair kann keinen zweiten holen. Nerv mit dem Trade Kill, somit 3-on-2 Vorteil auf Seiten von dem Liquid. Nerv mit dem nächsten, der ist hier richtig heiß. Holt hier Cold weg und jetzt liegt nur noch an Fallen und Taco und die können fast saven gehen. Ja, könnten sie machen. Ah, wenn Taco den Track holt. Ja, wenn Taco da unten erfolgreich ist. Aber Leash, der steht schon bereit. Voll Fokus auf diese Tür. Und die Tür macht hier gar nichts mehr, weil da guckt die Waffe raus. Und dann gibt es direkt ins Köpfchen. Fallen kann einfach nur die Waffe nur noch safen. Voll Fokus bei Leash. Und was macht Fallen? Dem ist noch irgendwas runtergefallen. Aber easy für ihn. So, jetzt...
Sein Stöpsel ist rausgefallen. Ja, kein Ach, dann macht er nebenbei. Alter. Das ist egal. Das ist einfach egal. Er hört nichts, ne? Und macht trotzdem easy. Er muss nichts hören, er spürt. Er spürt. Geil, Mann. Jetzt, richtig gut. Ich dachte gerade, was macht der denn da mit seinen Ohren, ne? Da fällt der Stöppel runter, ne? Und, Sound gespielt. Und er will schon reinstecken und dann drückt er halt einfach nur noch konsequent einmal kurz mit der AWP ab. Ja, Rollen braucht keinen Sound. Der dreht sich auch dreimal im Kreis und macht trotzdem 5 Fracks. Ey, ne, macht 28 Fracks und es waren auch wieder so, es waren wirklich zwei richtig wichtige Impact-Tracks. Ja. Jetzt nochmal die schnellen zwei Smokes Richtung Stein, Smoke Wall und es geht, ist sogar nur ein Fake, glaube ich. Was machen sie? Oh, vor mir geboostet worden. Ey, diese... Vor allem der AWP und er macht den Frag. Was so eklig gespielt, der Junge. Ja, und da wartet Bolts jetzt an der Rifle. Nitro kann aber nicht rumgehen. Da kommt der perfekte Smoke in einem guten Timing, dass Nitro da nicht weitere Einblicke bekommt. Die haben immer noch Bolts unten Richtung Connector, Richtung Drop. Auf ganz, ganz netter Distanz stehen. So, und sie stehen mit Taco hinten in der Ecke breit. Wenn der jetzt einfach nur aufs Timing geht, holt den ersten, holt den zweiten, aber für mehr reicht's nicht. 2-gegen-2 Situation. Es reicht, aber im Endeffekt eigentlich gut, um die Partie aufzumachen. Fallen mit dem Wickel, er weiß, dass er da oben sitzt. Die wissen ganz genau, dass der Boost gespielt wird. Fallen muss aber die Position wechseln und versucht in einem neuen Winkel nochmal einen Vorteil zu haschen. Schaut einmal nach links rüber. Der weiß auch, dass da oben, wie gesagt, geboostet wurde oder zumindestens die Möglichkeit besteht. Deshalb wartet er. Und Fair wurde gesehen? Ja, er hat laut geschossen. Ja. Oh, den Weg, aber oh, gut gespielt! Stark. Aber es ist voll an der AWP. Neff macht's. Neff muss aufpassen. 11 HP. 30 Sekunden. Da der kommt noch Richtung Zeit durch. Und er macht's. Der halt. Macht es. Alter, was eine Partie von Neff. Neff ist gerade so on point. Der blüht da so auf und in unter Team Liquid. Also wirklich, was der. 11 HP und er holt den Klatsch. In so einer wichtigen Runde. Oh, der Spraydown von Twist. Respekt, hey. Nettes Ding. Ja, Team Liquid. Wieder gewohnt stark auf der T-Seite. Jetzt nochmal die schnellen Smokes. Aber diesmal nur als Fake. Wir sehen es. 4 Spieler Richtung A unterwegs und nur einer am B, der ein bisschen Stress hier, die den Fake verkaufen soll. Na, also mit guten Banks ging fair. Ah, sitzt nicht ganz. Ein Ticken zu weit nach rechts. Aber sie gehen in der Zwischenzeit zu dritt, Seitengang vor. Aber da ist es Doppel. Und das können jetzt mal zuschlagen. Fallen und Cold Zero. Und das ist ein gutes Setup. Ja, das Geld ist halt knapp bei SK Gaming. Da gibt es halt nur den Force Fight. Oh, und dann stehen sie halt geblockt in einer Reihe. Das Problem ist, wenn sie jetzt zwei Leute in der Mitte rausholen, kommen die nicht mal an die Bombe ran, weil die umgetroppt ist auf dem Ding. Der kommt halt nicht dran. Oh, Taco. Der ey, wenn die halt zwei Leute raus... Das würde ich feiern. Das wäre halt... Das wäre so ein Klassiker. Aber da, zu dem Ding wird es nicht kommen. Da geht schon einer Richtung lang. Taco holt... Aber eben sogar... Oh. Ey, die müssen halt jetzt hoch... Ey, das wäre so nice gewesen. Ich hätte so gefeiert. Hätten die ein Spiel noch in der Mitte geholt, dann den einen und dann hätten sie ein 1-gegen-2-gegen-1 gehabt. Und sie hätten noch eine Minute Zeit gehabt und Team Liquid kann die Runde nicht beenden, weil sie nicht hochkommen. Oh, der Leash war da aber gut unterwegs und dann ist es halt Boots unten an der Rampe. Sie machen es halt und holen sich das 19-20. Also keine perfekte Hälfte für die Jungs von Team Liquid. Ja, das heißt für Liquid einen guten Vorteil. Aber SK Gaming kann natürlich dranbleiben. Aber du musst es nochmal motivieren. Also der ist da. Der auf klopft geht's. Die Schultern und sagt, wiederhol nochmal. Auf geht's. Das ist jetzt ja nicht motivierend an. Der steht da so hin dran. Auf geht's, Jungs, auf geht's. Let's go. Auf geht's, Attack, sagt er. Ja, Team Liquid. 2-1 aktuell in der zweiten Overtime. Aber SK Gaming hat schon gezeigt, auf der T-Seite können sie auch gut Runden holen. Es war meistens die C-Seite, in der sie schwer hatten. So, wieder erstmal langsam aufbauen. Man steht zu viert vor B, man lässt Bolts alleine A abdecken. Also vielleicht sogar der Plan, hier B in Execute zu spielen. Taco hat schon alle Nades verworfen. Aber was hat SK hier vor? Wollen sie einfach nur B executen? Oder wieso lassen sie hier... Ja, wo die Kamera. Wieso lassen sie hier einfach Bolts alleine
mit dir oben stehen. Ja, der darf jetzt den die Instanz spielen. Oh, ich glaube, Tag hat ihn gesehen. Ja, der aimt schon ab. Also haben sie noch einen Molotov? Ja, sie haben noch einen Molotov. Sie zwingen ihn jetzt halt aus der Ecke aus. Da wird jetzt einfach gesprayt. Oh, Nev gewinnt das Duell. Das ist egal. Er nimmt den Spieler mit. 4 gegen 4 Situation. Da versucht sogar noch mal Elish ein bisschen Backup zu geben. Aber im Endeffekt ist das eigentlich egal, dass er da noch einen mit rausnimmt. Ja. Aus der Situation ist halt klasse gespielt. Weil im Endeffekt ist das ein Free-Frag. Und dann kommt halt direkt so eine Konterflash hinterher. Das ist echt gut von Liquid mitgedacht. Ja, und von mir, also dass er noch sagt, ich bleib noch ganz kurz stehen im Molotov und warte auf die Flash, bis sie kommt. Ja, aber SK Gaming mittlerweile eher Richtung A unterwegs. Ja, aber da steht Zielrichtung lang. Und der macht Frag Nummer 1. Jetzt ist es Sniper, der schon rübergezogen ist. Der Connector kommt nach, die Bombe ist getroppt. Sie werden eingekesselt, aber kommt sie nochmal beide. Was? Das gibt's doch nicht. Der holt beide. Den einen durch die Wand mit dem Headshot und die 2 gegen 2 Situation. Da ist wieder das FC Bayern München des Counter-Strikes mit dem Glück des Todes. SK Gaming steht hier davor, das 2020 rauszuholen. Und wir müssen drüber nachdenken für Liquid. Oh, ja, ich erwähne es nochmal, das wäre das auch für Liquid, wenn sie hier rausfliegen. Aber Elish kommt von hinten. Die Zeit ist auf jeden Fall noch da. 20 Sekunden auf dem Zeiger. Elish kommt von hinten. Der wartet, sucht den ersten, findet aber den zweiten nicht. Und der zweite, der sitzt mit Code Zero am APC. Elish täuscht an. Elish wird gesehen und Code Zero zieht sie einfach nur zurück. Der muss auf Zeit spielen. Geht die Ecke, sucht das Duell und Elish, da reicht es nicht von der Zeit her. Es sind noch 3 Sekunden auf dem Ticker. Das kann nicht diffusen und die Runde geht an die Jungs von SK Gaming. Ich glaube, er konnte aber noch eine AWP safen, oder? Eine AK? Eine AK oder eine AWP? Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht ausfinden. Guck mal gleich. Ja, da schwitzt Team Liquid, nachdem es eigentlich so gut aussah, die Runde. Kommt eben, ja. Ich glaube, es war eine AK. Eine AK. 47. Nee, es war eine AWP, sorry. Er hat eine AWP gesaved, die ja, in der Mitte lag. Elish, du Biest, Alter. So, dann wäre damit wäre die Frage jetzt auch geklärt. Und, Nev, hey, was der für Shots hier mal raushaut. Also auch Taco gerade chancenlos, Nacho mit dem nächsten AWP-Kill. Das sieht wieder gut aus. Also auch wie die Runde zuvor. Guter Beginn für Team Liquid, holen die Entries. Aber jetzt, in solchen Runden blüht aber nochmal SK auf. Und nein, wieso pusht er vor? Wieso vorpushen? So, Twist wartet da gut in der Ecke. So, und Liquid wird auf jeden Fall schon mal die nächste Overtime hier sicher machen können, sobald sie die Runde gewonnen haben. Nur kurz River und Bowls. Und Elish macht den sogar. Er soll nur baiten für Neff. Ja. Aber Cold, der kann's machen. Er muss das Ace holen. 2 schon down. 1-on-3 hat die Bombe. Boah, mach's Cold. Mach's jetzt einfach. Ja, der wartet ab. Cold könnte hier zur Legende werden. Ja, oh nein, er steht halt mit dem Rücken gegen die Wand oben und er weiß jetzt, dass da einer kommt. Warum verrät man sich da? Das verstehe ich halt. Warum schmeißt man da eine Nate runter? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das macht sowas von keinen Sinn. Da spielst du halt so gutes Counter-Strike mit Neff und Steel packt einfach nur den Bot-Move aus, dass er dann eine scheiß Granate runterschmeißt. Die stehen zu zweit Richtung lang bereit und Code Zero kann auch damit rechnen, dass sie zwei Richtungen lang stehen. Der sucht auch das Duell, aber der muss sich beeilen. Da kommt der Erste und Steel kann das Ding für sich gewinnen. Ganz schön böser Blick hier im Gras. Uiuiui. Ja, das war vielleicht auch SK Gaming, ihr Schicksal, das vor ihnen steht. Erster Matchpoint in der Overtime, im Match allgemein hier auf der zweiten Map für Team Liquid. Jetzt die Chance, auf die dritte Map nochmal zu zwingen. Ja. Nachdem es so schlecht aussah. Kobbel war eigentlich schon fast gelaufen, SK Gaming souverän gespielt, aber zum Schluss. Ist noch eine taktische Pause? Was ist da los? Wird diskutiert. Gibt es nochmal ein bisschen Ärger für Zeus? Sein Sound geht wohl nicht. Ja. Also da erstmal ein wenig Pause. So, technische Pause. Gibt's wohl ein paar Probleme. Ja, in der Zwischenzeit schauen wir mal ganz kurz auf unser Hashtag und zwar 99 Star Series. Mal gucken, was es da gibt.
Irgendwie gibt es da nur Bilder von Excuser. Ich will den aber nicht sehen. Ich sehe den schon den ganzen Tag, ey. Von mir kann man nie genug bekommen. Das zeigen wir gleich. Wir gucken mal ganz kurz. Ja. Playoffs, Baby. Okay. Das hat man noch im Angebot. Da fehlt mir aber der Excuser. Tokyo. Alter, ich muss halt Bill sein oder so. Oder wie der Bill Kaulitz oder ja, was. Genau. Kaulquappe. Ja, Bill Kaulquappe muss sein. Ganz schlimm. Aber die Haare stehen mir echt. Das ist on point. Schade, ja, dass ich diese Haarpracht nicht selber habe. So, auf jeden Fall entscheidende Runde. Team Liquid könnte hier im Rennen bleiben. Außer SK Gaming holt die Runde. Und Fallen ist gefallen. Nitro. Break von Nitro. Und sind sie jetzt in Rausch reingespielt. Sehen wir Map Nummer 3 zwischen SK Gaming und Team Liquid. Und das wäre dann Inferno. Aber das ist noch nicht vorbei. Ist immer noch fair am Leben. Der reißt erstmal den Spot Richtung B auf und da steht keiner mehr. Sind die aufgekommen? Ja, sie sind sehr schnell rübergezogen. Und Elish holt den nächsten Track. Sie spielen sich auf Retake Nitro. Wartet. Mann, und Nitro Taco muss nur noch einen Spieler holen. Dann würden wir Map Nummer 3 sehen. Taco zieht rein. Boah, was eine Schelle von Taco an der Tür vorbei. Blitzschnell, wieder Flash. Einfach nur rumgezogen. Und zack, zack. 3 gegen 1 Situation. 39 Sekunden. Die Zeit läuft runter. Taco sucht den Frag. Da kommen 2 über lang. Boah, kein gutes Positioning für ihn da. Gegen die beiden Spieler, die da Richtung lang rumziehen. Und das kann er nicht machen. Das ist für Team Liquid nochmal die Map. Und damit gehen wir auf Map Nummer 3. Das ist Inferno. Verdient für Team Liquid. Einfach nur verdient. Sie schaffen es halt, dieses gewisse Momentum von SK Gaming kaputt zu machen. Und damit halt auch die Runde zu holen. GG, well played. Das ist auf jeden Fall verdient für das gute Team Liquid ausgegangen. Und die haben es das auch verdient. Damit geht es auf Map Nummer 3. Und das wird Inferno sein, meine Lieben. Ja. Ja, deine Einschätzung zu dem Match. Was war der Faktor bei Team Liquid, dass man das am Ende hier so, ja, nochmal so gestärkt gewinnen konnte? Ich würde sagen, die Fliege. Also Neff einfach. Ja. Der hat wirklich richtig gut gespielt. Wichtige Impact-Frags. Also wir hatten die Key-Rounds angesprochen, die es gab zu Beginn, als Pascal sehr gut aussah. Mhm. Die hat Neff geholt. Und auch ich finde immer, SK Gaming war ich eins, so das beste Team, was so in der Overtime eigentlich geglänzt hat. Was so im Prinzip immer nie aufgegeben hat. Und Team Liquid wirklich ähnlich stark. Sie schaffen es immer wieder in der Overtime zu überzeugen. Es sieht eigentlich so schlecht aus und dann aus dem Nichts kommen sie zurück. Mhm. Nehmen sich die Zeit. Also wirklich richtig, richtig gut gespielt von ihnen. Ja. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause, melden uns gleich wieder zurück und dann wird es auf Inferno gehen. Ich freue mich drauf. Also, wir haben es ja versprochen, das wird auf jeden Fall eine gute Partie, auch wenn die Maps natürlich jetzt jeweils auf die andere Seite gefallen sind. Ja. Aber wir müssen ja die Spannung auch erhöhen und damit geht es hoffentlich auf eine spannende Inferno. Wir freuen uns drauf. Bleibt dran. Bis gleich.